Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Grim Dawn. Ja, wir haben das letzte Mal die Schamanenklasse noch ausgewählt. Zwei kann man pro Charakter auswählen. Und hier schon mal die ersten zwei Skills genommen. Das obere ist passiv, also das wird einfach auf den Schlag, zum Beispiel hier auf die Wildheit drauf addiert. Oder hier zum Beispiel auf Feuerschlag, das können wir dann noch rausnehmen. Und dann haben wir uns um das Hygieneproblem hier unten gekümmert das letzte Mal. Und heute gehen wir dann Richtung Burwich Village, um das von den Untoten zu befreien. Ich gehe am besten hier entlang, ist näher. Da haben wir nämlich den Skilltrainer, machen wir das Feuerschlagzeugs raus. So, dann haben wir wieder einen neuen. Und den könnten wir eigentlich hier in Schamane reintun, weil wir müssen hier hin, wilder Hunger, damit wir AOE-Schaden machen mit 8% und dann glaube ich 25% auf Level, also auf 8 hier, 8 Punkte investiert. Ich glaube es geht bis 12 oder so. Und ja, das brauchen wir dann nicht. Hier ist kritisch, das weiß ich nicht, wie viel wir kritten. Eventuell nicht so effizient und hier haben wir Schaden reduziert und modifiziert. Also unser Schaden wird modifiziert, also erhöht. Und 3 physische Widerstand pro Ding, Punkt, den wir reinsetzen. So, jetzt kurz noch schauen wegen den Materialien. Eben Blitz brauchen wir. Und ja, physische Schaden könnten wir noch gebrauchen. Und dann haben wir noch gefrorenes Herz, wäre nicht schlecht. Das ist für Schilde. Für Rüstungen könnten wir noch gebrauchen. Und das andere haben wir gar noch nicht für die Rüstung und das Defensive gibt. Ja. Also dann gehen wir los. Haben wir hier alles. Wir aktivieren hier die Buffs noch, die permanenten Buffs und gehen jetzt bei Weidmeier weiter. Zuerst gehen wir nach links oben, da haben wir noch einen Händler und eine Quest zu lösen. Wir haben glaube ich die Silfketten schon 3, ja. Gut, dann können wir direkt die Quest abgeben. Wieder rein, damit wir richtig viel Schaden machen. Wir brauchen noch eine bessere Waffe, finde ich. Wir machen langsam wenig Schaden. So, hier rechts oben ist dann auch noch eine Quest von der Frau, die im Gefängnis war da. Komm, boom. So, gekühlter Stahl nehmen wir mit. Und wo haben wir noch Gegner? Also wir müssen hier oben durch. Und dann sind wir ja schon da beim Händler und bei der Quest. Ich höre Gegner, aber finde sie nicht. Die waren wahrscheinlich im Norden, also oben. Du reist auf dem gefährlichen Weg, Fremder. Ah, du, einem, okay. Dieser einsame Zufluchtsort ist einer der wenigen sicheren Orte, die es noch in Weidmeier gibt. Was du vorhast, wieder aufzubrechen, gibt es vielleicht einen Weg, wie wir uns gegenseitig helfen können. Und was könnte das sein? Die Slith sind unnatürliche Kreaturen und vergiften das Land. Da scheint es nur passend, dass wir sie mit ihren eigenen abscheulichen Magie treffen. Ihre Schamanen tragen Knochenhalsketten, primitive Dinge, aber sie tragen eine Urkraft in sich. Ich kann diese Kraft für dich in etwas Mächtiges verformen. Wenn du mir ein paar ihrer Halsketten bringst und, sagen wir, 100 Eisenschöcke als Gegenleistung, um uns zu helfen, werde ich einen magischen Ring für dich herstellen. Was sagst du dazu? Abgemacht. Okay. Ah, du bist also zurück. Hast du die Halsketten? Reichen diese? Ah, ja. In diesen Knochen befinden sich rohe Kraft und meine geschickten Händen werden sie in etwas Mächtigeres formen. Ich werde den Ring gleich für dich fertig haben. Okay. Dann habe ich den Ring bekommen. Da ausgerüstet.
plus 5 Schaden gegen Beastkin, 1,2 Energieregeneration pro Sekunde und erhöht die Energieregeneration um 8% und Elementar Damage 10%. Okay. So. Da hat nur ein bisschen zu reden. Und dann heißt der Händler. Oh, das ist stark. Oder Angriffsgeschwindigkeit wäre sogar noch besser. Plus 11, plus 15. Der wäre natürlich stärker, aber Angriffsgeschwindigkeit ist dann von nützlicher. So. Und Feuerschaden brauchen wir nicht. Das ist schwächer, auch schwächer. Okay. Lassen wir das. Die Quest haben wir erledigt. Jetzt gehen wir nämlich zu der Quest mit der Frau, die wir von der Frau bekommen haben. Ja, jetzt ist schon ein bisschen entspannter. Nicht angespannt. So. Also hier drüben. Genau hier. Haben wir jetzt den Boss von diesem Herr, wo sie sucht. Gehen wir einmal ringsum und erledigen die zuerst. So. Und hauen alles nieder. Ah, schön entspannt. Schön entspannt besiegen. Da ist er. Hallo. Ich möchte dich gerne töten. Explodiere, ja. Boom, nochmals eine Explosion. Boom. Ich mag den Skill, ich mag den Skill. Rachsüchtige Flamme heißt der Skill. Der einfach aufladet mit Schlägen, die wir kassieren und dann explodiert nach einiger Zeit. Und richtig viel Feuerschaden anrichtet. So. Ja, wir spielen auf Veteran, das sind die Gegner, vor allem die Bosse halt. Bisschen stärker. So. Okay. Also, das haben wir jetzt auch. Jetzt können wir hier oben, da gehen wir rechts durch. Ich will nicht gegen die Sylph kämpfen. So, die Kettensäge nehme ich jetzt nicht mit. Die ist ja Einhand. Wir sind Zweihandkämpfer. So. Also. Hier im Haus hat es nichts an Gegner. Nur ein paar Sachen. Und jetzt, hier haben wir noch einen Dungeon mit einem Herren drin oder eine Frau. Ich glaube, es ist sogar eine Frau, die wir retten können. Oder wollen zumindest versuchen. Ich glaube, wir können sie nicht retten, weil sie zu schwer verletzt ist. Aber sie gibt uns einen Tipps oder er gibt uns einen Tipps. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein er oder ein sie ist. Aber ich glaube, die andere, wo wir retten müssen, ist eine sie und das ist ein er. Genau. So herum. Dafür kenne ich das Spiel halt noch ein bisschen zu wenig. So. Also. Gehen wir rein. Und besiegen hier noch diese, was sind das? Vergötter des Blutschwurs. Also ein Blutschwur-Clan. Ah, ein Smaragd ist auch gut. So, jetzt kann man hier aufmachen. Und dann geht's weiter. So, einzelne Gegner sind halt schwieriger zu besiegen mit
meinem momentanen Bild. Wenn wir dann mehr Fähigkeiten haben, sind die natürlich auch leichter zu besiegen. Aber so in Gruppen kann man eigentlich recht viel auf einmal besiegen. So. Da hat einer noch einen Dämonen beschworen. Vielleicht sollten wir aus dem Feuer, aber das Feuer ist jetzt erloschen. Gut. Da habe ich ihn gesehen. Sonst gibt es hier nichts mehr. Ja, er liegt am Boden. Schwer verletzt. Wird wahrscheinlich jeden Moment sterben. Der Isaac. Okay, Binding of Isaac. Ah, meine Rettung naht. Leider kommst du zu spät. Diese blutrünstigen Bastarde haben bereits die besten Teile für ihren Altar verwendet. Irgendwas muss ich doch für euch tun können. Ich bin so gut wie tot. Verschwende nicht die Zeit mit mir. Meine Wertsachen werden jedem, jedoch niemandem von Nutzen sein. Wenn sie gut unter einem Baumstumpf versteckt sind, du hast meinen Kindnäpper getötet, also hast du sie dir redlich verdient. Folge dem Fluss außerhalb der Hütte zum Flussdelta und suche das Ufer ab. Als die Welt den Bach runterging, habe ich meine wertvollsten Habseligkeiten in meinem losen Baumstumpf versteckt. Nimm dir, was immer du brauchst, nur schlag ein paar Kultistenköpfe für mich ein, ja? Danke, ich werde es finden. Okay. Dann gehen wir dorthin. Ich weiß zum guten Glück wo. Also hab's mir gemerkt. Ich war ja an dem Spielstand natürlich schon da. So, dann haben wir wieder etwas zu lesen. Das vorher ist, glaube ich, dieses hier. Könnt ihr auch noch lesen. Mit einem Stopp-Tastendruck. Und hier. Und sonst hatten wir nichts zum Lesen mehr gefunden. So, hier kämpfen wieder ein paar irgendwo rechts. Aber wir müssen hier links gehen. Richtung Flussdelta. Also das Flussdelta ist hier. Und wir sind ungefähr hier. So. Geht relativ schnell so eine Explosion. Also, dass die Gegner eigentlich alle erwischt werden, die Nahkämpfer sind. Gut, hier ist schon mal. Also, wir müssen unten durch. Ja, manchmal ist die Performance nicht ganz so gut. Ich habe schon längere Zeit weggedrückt und die Karte ist nun erst nach 2 Sekunden weggeploppt. Das war so ein, weiß nicht, den Hänger. Aber es ist schon viel besser. Am Anfang, als ich das Spiel gekauft habe, waren manchmal recht lange Stopper so, also ja, Freezes sozusagen. Und es ist halt einfach noch nicht optimiert. Der Client ist nicht optimiert. Das liegt nicht am guten oder schlechten PC, sondern das liegt am Client hat der Performance von der Engine. Und eben das bringt aber ja nicht wie ich, so einen mega guten PC zu haben. Das wird es auch auf meinem Laptop immer wieder, nein, nicht Laptop, Desktop immer wieder legen. Wie kommen wir jetzt hier nach oben? Okay, wir müssen drüber. So, jetzt ist die Foggy Bank. Kurz auf den konzentrieren. So, und hier ist es. Dann suchen wir mal den Baumstumpf. Das ist der falsche Baumstumpf. Ja, da wo der Stern ist. Ja. Boom, hat's gemacht. Aufgabe abgeschlossen. Ein Opfer. Jetzt haben wir das erste grüne Item gefunden. Das ist ein seltenes Item. Nicht mehr magisch.
Soll ich ein paar Punkte in Primal Strike oder so machen? Oder hier ein paar Punkte rein? Ja, ich mache hier mal ein paar Punkte rein, aber gehen so schnell wie möglich dann auf Elder Hunger. Und oh, ist nicht schlecht, gell? Wie sagt man? Gerollt. So, sonst haben wir hier nichts mehr. Also gehen wir weiter. Die Schulterpanzer, die helfen uns viel weiter. Ist recht defensiv, habe ich gesehen. Aber wir brauchen eher Offensive. Eine bessere Waffe. Die müssen wir irgendwann haben. Oh, hier ist das erste Sternenmonster, sage ich einfach, also Boss. Zufälliger Boss, also ja, die tun zufällig irgendwo spawnen und dann uns das Leben schwer machen. Er ist sogar höherlevelig, 2 Level höher als wir. Und deshalb auch recht stark. So. Hier haben wir ein Amulett, Clownfetisch. Also immer zufällig kommen jetzt die Sternenmonster und geben uns dann auch einen Schatz, ein Loot hinterher, die wir einfach so als Kugel zerstören müssen. Und ja, zum Beispiel hier defensiv Gift und Säurewiderstand brauchen wir eigentlich momentan nicht. Wir bewahren es aber auf. Und hier haben wir einen guten Zweihänder. So, wir haben ungerade. Jetzt haben wir eigentlich Geist zum Nehmen, aber wir nehmen jetzt momentan nicht Geist. Wir brauchen mehr Konstitution für die Waffe. In einem Level können wir den dann tragen. Und hier haben wir. Ah, hier haben wir den Giftwiderstand drauf. Wieder. Okay. Gut. Prima. Das können wir zusammen machen und was können wir mitnehmen? So. Blutungsschaden brauchen wir ja nicht. Oh. Das war ein guter Treffer. Dich lassen wir mal. Jetzt können wir hier nämlich das Portal noch betreten und die Quest abgeben. Dann besiegen wir nachher die Gegner. So, Sachen verkaufen hier. Und mal kurz schauen, ob er etwas Besseres gibt. Das, ja, das nehmen wir. Physischer Schaden ist sehr gut, sehr wichtig. Und jetzt gibt es hier einen besseren Ring? Nein. Amulett ist ja recht stark. So, Waffe? Nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. Geben hier die Quest ab. Gut. Du bist zurück. Ich sehe, du trägst das Amulett meines Bruders. Ist es also so, wie ich es befürchtet hatte? Leider war Milton einer der Toten. Das ist nur schwer zu verkraften. Milton, mein Bruder, es tut mir so leid. Vielen Dank, Fremder. Jetzt kann ich mir mit der Gewissheit weiterleben, dass mein Bruder von all dem Elend befreit ist. Das Amulett war verzaubert, damit mein Bruder stark bleibt. Ich denke, du kannst es besser gebrauchen als ich. Hier möge es dir Glück bringen. Ich bedauere euren Verlust. Gut. 100 Ruf und den Ring. Jetzt bekomme ich einen Ring, wenn es ein Amulett ist. Komisch. Komische Logik. Ah, jetzt plötzlich komme ich. Ist es wieder ein Amulett. Aber es ist schwächer. Ja. 5% Leben ist zwar nett, aber schwächer. So, jetzt tun wir die Sachen hier hin. Das ist auch komplett. Den lassen wir ja noch. Jetzt machen wir die Ding. Geht gar nicht auf die Schulterplatten. Geht irgendwas auf Schulterplatten? Leider nicht. Oder hier?
verbesst alle Rüstungen. Da brauchen wir aber noch zwei Teile. Ja. Das auch nicht. Okay, nur borstiges Fell. Ja, wir gehen hier durch wieder. So, kurz schauen, was die Zeit. Aha, noch 10 Minuten. So, dann haben wir hier alles, oder? Ja. Dann gehen wir wieder weiter. Und befreien noch einen Händler. Dann haben wir zwei Händler. Und sonst eigentlich nur noch Burwich Village. Wenn ihr wenig Defensive habt, machen diese Stacheln, die geworfen werden, recht viel Schaden, weil es Blutungsschaden ist. Müsst ihr schauen, dass ihr, wenn ihr hier seid, Blutungsresistenz habt auf einem Item. Das wird dann helfen für die Glass-Cannon-Charaktere, wie zum Beispiel Magier oder Schütze. Was überhaupt fast gar nicht mehr verwendet wird, weil Feuerschlag viel zu schwach ist und etwas anderes eigentlich so viel bringt. Okkultist hat noch ein Gift, eine Giftfähigkeit. Also ja, eine ist es ja, wo noch gut ist im Fernkampf, aber sonst nicht. Und das ist eher für den Nahkampf geeignet. Also es hat so eine Fähigkeit, die ihn dann nur in Nahkampf wirft. Aber wir sind ja Dämonologist und Schamane, also Schamanen. Und haben das Problem nicht, dass wir Fernkampf machen müssen. Wir sind knallharte Nahkämpfer. Und diesen Blitz, Hauch den einfach seitlich ausweichen als Glass Cannon Charakter. So, wir müssen hier noch zuerst, bevor wir nach Norden gehen, den Händler befreien. Er ist in diesem Gebiet. Oh, wow. Ja, keine Chance. Oh, ich hätte abhauen sollen. Ich hätte fliehen sollen. Gott, oh Gott, die sind einfach zu hochlevel, wir müssen mehr leveln. Aber das macht nichts. Gehen wir unten durch. Oh nein, nicht dort, hier durch, oben durch. Ach Mann, jetzt kommen hier alle Untoten. Noch, indem das Auge angreift und die anderen auch mit anlockt. Ja, machen wir halt hier noch ein bisschen Untotensuppe. So viele Untoten hier sind. Ah ja, die fallenden Soldaten können wir noch bekämpfen. Müssen wir schon fast bekämpfen, damit wir Belohnung bekommen. So, Richtung Totenkopf auf der kleinen Karte. Und jetzt links. Ja, hier ist wieder. Ist richtig schwer, also. Vor allem die Symbole dann noch. Lass mich doch mal, hey, du machst zu viel Schaden. Zu hochlevelig vor allem. Dann machen wir im nächsten Part mal ein Levelings-Part und Itemsuch-Part. Und machen dann weiter mit der Höhle. Am besten wir leveln in der Höhle, da gibt es leichtere Gegner. Aber bekommen auch eine gute Belohnung. Und sowas, zwei Hand hoffentlich. Nein, ein Hand, schade. Können wir nicht gebrauchen. Aber ist recht stark, cool. Lagern wir.
rüsten uns dann mal aus, wenn wir Besseres haben. Um dann ein bisschen leichter zu haben. Ah ja, genau. So, der Tod mitnehmen wieder. Der Grabstein. Dann bekommen wir immer wieder ein bisschen Erfahrung zurück, dass wir verlieren. Da ist er. Gut, wir haben den Händler gefunden. So. Befreien wir ihn mal. Und reden ihn gleich an. Zuerst aber hier befreien von diesen lästigen Gegnern. Gott sei Dank kommt jemand. Diese Sylph haben meine Pferdewagen angegriffen und all meine Wachen getötet. Ich denke, sie haben mich nur deshalb am Leben gelassen, damit sie mich später noch frisch halten können, diese Bastarde. Ich komme aus Davis Crossing, ich kann euch helfen, dorthin zurückzukehren. Mach dir nichts vor, schau dir das Blut an. Ich bin nicht in der Lage, dort rauszugehen. Ich schätze den Gedanken, aber es ist vielleicht besser, es schnell zu beenden. Das wird euch wahrscheinlich nicht gefallen, aber ich kann für euch ein Rifttor öffnen. Das Letzte, was ich will, ist hier, dass meine Beine hier bleiben, wenn der Rest von mir zurückgeht. Aber du lässt mir keine andere Wahl, oder? Also schick mich fort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sicher ist. So. Ah nein, wir gehen zuerst den Waypoint holen, also das Rift Gate von dieser Höhle. Und dann machen wir im nächsten Part ein paar Farmruns. Ja, müssen wir nicht unbedingt in dieser Höhle bleiben, können auch noch ein bisschen weitermachen, aber nach Burwich Village will ich so noch nicht gehen. Da gibt es nämlich zwei von diesen Sternengegner oder sogar drei auf einmal. Das ist nicht so nett für meine Leben. So, also haben wir das. Danke, dass du mir den Hintern gerettet hast. Anscheinend bedeuten nicht alle Rifts etwas Schlechtes. Ich habe ein Geschäft eröffnet. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Gut. Ruf 500 Ruf. Cool. Also verkaufen wir den Schrott. Ja, dann auch. Und im nächsten Level, das wir dann im nächsten Part haben, können wir dann die Axt hier, die Großaxt, tragen, bis dann machen wir halt mit unserem momentanen Hammer weiter. Hier haben wir gleich mehrere grüne Items, ja, selten, und das ist magisch, okay. Und hier, ja, alles gelb. Ja, für den haben wir zu wenig Geld. Der war super. Ich nehme den hier. Konstitution ist immer wichtig. So. Giftschatten brauchen wir nicht verkaufen. Und noch kurz zum Lager gehen. So, also so langsam geht es richtig los mit Grimdawn. Also jetzt wird es langsam schwer. Wird es cool und wir bekommen eigentlich recht gute Items jetzt über. Und ja, es empfiehlt sich wirklich weiterzuschauen. Es ist ein super Game. Wenn ihr Lust auf das Game habt, könnt ihr unten den Link finden zum Steam. Wo ihr bei Steam das Spiel kaufen könnt. Oder irgendwo anders kann man es sicher auch kaufen. Und ja, es empfiehlt sich wirklich, das Spiel auch zu kaufen und zu spielen, und richtig tolles Spiel schon. Also viel besser als Diablo 3 schon für mich. Und macht einfach mega Spaß, auch weil es sehr herausfordernd ist und leider auch tödlich für meinen Charakter war in diesem Part. Jetzt haben wir einen Toten. Schade. Aber das können wir eigentlich nicht so gut verhindern. Außer immer wieder farmen, farmen, farmen. Und das ist halt langweilig fürs Let's Play.
dann werde ich wahrscheinlich viele Tote sterben, aber Hauptsache, ich kann euch immer wieder weiter zeigen, bis es halt dann wirklich längere Zeit nur noch ums Farmen geht. Aber dann geht es bald wieder weiter mit Quests. Also ich wechsle dann immer ab. Gut, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.